Grüße Sie, David aus der FX Academy ist am Apparat. Auf der was? Herr Putino. Ja, was geht? Also aus der FX Academy. Was ist das? Also ich rufe Sie an, weil es ist ein Handelsunternehmen. Und es geht hier um den Aktienhandel, ums Trading. Handtuchunternehmen? Hallo? Nein. Nein, nicht Handtuchunternehmen. Bist was du ist denn das? Bist du, ja weiß ich nicht, vielleicht bist du der Handtuch-Hater, was weiß ich denn? Nein, bin ich sicher nicht. Ach so, okay. Herr Dimitri. Ja, was geht? Also wir sind ein Handelsunternehmen. Handel? Es geht hier gerade darum, es geht hier. Ja, genau. Das ist so nicht laut bei dir. Ich kann dich ganz schlecht verstehen, Mann. Ist überhaupt nicht laut. Doch, ich höre ganz viele Leute im Hintergrund. Hast du Party? Ja, sicher. Nein, machen Sie denn Party? Ne, heute nicht mehr. Was machen Sie denn gerade? Ich bin zu Hause, ich habe frei heute. Und was machst du? Und Sie haben frei heute. Ja, Mann. Ich arbeite natürlich, Herr Putinov. Ach so. Ja. Eben waren wir noch beim Du, jetzt sagst du wieder Herr Putinov, kannst du dich nicht mal entscheiden? Also ich bin Nein, Dimitri, ich wie nicht. Ist dein Name? David, habe ich schon gesagt, hören Sie mir überhaupt zu? Nein, ich bin gerade aufgewacht, Mann. Ich habe gesoffen bis 4 Uhr morgens, blärt. Ah, so klingst du auch. Wie ja, Mann. Wie alt bist du denn? Ha? Wie alt bist du denn? 33, und du? 33, ich bin ein bisschen jünger, Herr Dimitri. Ja? Aber gut. Ist cool. Ja, dann machst du auch... Wie alt sind Sie denn? Bis 4 Uhr, also Sie sind nicht mehr als 18. Wieso machen Sie das? Warum? Mein Chef hat Geburtstag, wir haben gesoffen wie die Kamele. Ah, gut, ich verstehe, Dimitri. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Bauarbeiter, Blatt. Ah, auf der Baustelle? Baustelle, ja. Ah, na super. Tiefbau. Harter Job, nicht wahr? Ah, ist gutes Geld. Ist gutes Geld, verstehst du? Gutes Geld, ich verstehe. Wie viel verdient denn so ein Mann auf der Baustelle? Da kommt drauf an, was hast du für einen Job? Weißt du, weil neulich war das dem Polieren, hatte Urlaub gehabt, also Vorarbeiter, ne? Aha. Das durfte ich machen, weil ja. Ich auch schon lange dabei bin. Da hatte ich knapp 4.000 brutto. Wirklich? Ja, und jetzt sind halt wieder ein bisschen weniger, aber ja, netto wäre geil. Ja, netto wäre sehr geil. Ja. Netto wäre sehr geil, Herr Dimitri. Aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Ja, brauchen Sie noch ein bisschen, aber wir können damit helfen, Herr Dimitri. Wieso hast du auch Baustelle? Was sollen wir für dich bauen? Nein, Sie sollen für mich nicht bauen. Ach so. Wir können Ihnen zeigen, wie Sie vielleicht 4.000 Euro netto haben können. Ja, wie das denn? Es geht hier um den Aktienhandel. Und was? Können wir Ihnen gerne zeigen, also wir sind eine Firma, wir helfen Leuten Geld zu verdienen schon 40 Jahre, also eine Brokerfirma. Du bist 40 Jahre alt? Die Männer machen das schon jahrelang. Nein, ich bin nicht 40 Jahre alt. Hast du doch gerade gesagt. Herr Dimitri. Nein, ich habe gesagt, wir sind eine Firma, wir machen das schon 20 Jahre. Ah, okay. Ihre Ohren sind noch ein bisschen weh von gestern, nicht wahr? Na, du sprichst sehr schnell, Bruder. Der Musik. Ich spreche so, das ist mein Job, zu sprechen, Herr Dimitri. Ja, mein Job ist Sachen kaputt machen, aufbauen. Das ist gut für Stress, oder? Ja, ist gut Stress, weißt du, wenn scheiße Dreck Frau zu Hause Ärger machen gehst, du bei Baustelle schlägst du ein paar Sachen kaputt, ist wieder alles in Ordnung. Ja, kann ich vorstellen. Muss ich machen. Ich habe gesehen, es gibt so Trash Rooms, also wo Menschen zahlen. Ja, dass die Sachen kaputt machen. Das ist verrückt. Das ist total krank. Aber stell dir vor, so ein Typ, ganze Tage bei Kasse, bei Netto, weißt du, Kunden, alles scheiße, Dreck, Arschlöcher, weißt du, nach Feierabend hast du richtig scheiß Laune, bist du richtig wütend und dann gehst du so in einen Laden mit Kalaschnikow oder mit Tomahawk und machst du alles kaputt, blöd. Ja. Ist bestimmt cool. Ja, natürlich ist sehr cool hier, Dimitri, sehr cool. Oh. Aber gut, wir haben ein bisschen über Nettoeinkommen geredet. Ja. Herr Dimitri, wir haben hier Broker, die Männer helfen Leuten, ja schon jahrelang ein bisschen Geld zu verdienen. Weil ja, du. Erst dann verdienen sie Geld. Und du, warte mal. Das ist kompliziert, wie die meisten Leute denken. Warte mal kurz. Sie. Bei dir steht noch Name Putin auf, ne? Ja, natürlich. Ja, ich habe bei drei Wochen geheiratet. Ich habe jetzt andere Namen. Sie haben... Ach, kann nicht sein. Wie heißen Sie denn jetzt? Der Gretschow? Ja. Also, die haben die Namen von der Freundin genommen. Ja, ich habe den Namen von Frau genommen, weil wenn du heißt, du Putinov mit Nachnamen, niemand gibt dir Arbeit und alle wollen dich schlagen, verstehst du? Also, ich verstehe das. Also, ich heiße jetzt Dimitri de Gretschow, verstehst du? De Gretschow, ja, kein Problem. So, Herr de Gretschow dann. Ja, ist wie besser. Aber vor 3 Wochen, oder? Ja, vor 3 Wochen. Ja, ist nichts mit, nichts mit Corona, nicht so viele Leute. Wir sind schön bei Dacia gefahren.
schön bei Dacia gefahren, ihres Vater, ihres Mutter, meines Vater, meines Mutter, Bruder, Schwester und ein, zwei Kollegen und dann bisschen trinken, bisschen tanzen, bisschen Kalinka, 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 Maya und dann wieder nach Hause gehen mit Frau. Dann wieder nach Hause gehen, super. Herr Dimitri, gut, was ich jetzt machen will, ich möchte Sie gerne mit einem unserer Broker verbinden. Ja, gibt also, mit, wer ist das? Also Broker, ein Mann, der macht das schon jahrelang und er kann Ihnen zeigen, wie Sie mit den Aktienhandel ein bisschen Geld verdienen können. Was für Aktien denn? Ich habe das noch nie gemacht. Was muss ich da denn machen? Ja, werden Sie sehen. Also wird Ihnen alles der Kollege erklären. Also Überraschungspaket? Nein, kein Überraschungspaket. Herr Dimitri, sagen Sie mal, Sie haben den Internetzugang, ein Laptop oder ein Handy zur Hand, nicht wahr? Ja klar, da haben wir Musik gehört. Super. Heute Nacht ist scheiß Wodka über Tastatur gelaufen, blöd. Gut, ja schade, aber ein Smartphone haben Sie dann. Ja, der Computer geht immer noch, ist Touchscreen, blöd. Geht immer noch wunderbar. Der Computer geht immer noch. Der geht immer noch. Gehen Sie dann auf den Computer. Auf den Computer drauf? Ja, nein. Auf Google. Warte, ich muss in das... In den Computer. In den Computer? Muss ich erst einen Schraubenzieher holen? Ja, genau. Holen Sie einen Schraubenzieher und gehen Sie in den Computer. Alles klar. Soll ich eine Taschenlampe und eine Decke mitnehmen? Wollen wir jetzt Hölle bauen, wie bei Kindern oder was? Ja. Oh, liest du mir... Ja, genau. Klasse. Und du liest mir dann ein Buch vor in der Hölle, ja? Ja, Sie haben Kinder. Nein, aber mein Enkelsohn. Nein, wie heißt Neffensohn? Ihr Enkelsohn. Ah, Neffe, aber das ist etwas anderes. Ist so. Gut, Dimitri, gehen Sie dann auf Google, ich zeige Ihnen unsere Seite dann. Ja, warte, ich mache auf. Ja, lassen Sie sich Zeit. Blödes Computer. Ist ein bisschen alt Computer, weißt du. Kein Problem. Wie alt ist der denn? Ich bin 33. Nein, Ihr Computer, wie alt ist der? Keine Ahnung, 5-6 Jahren oder so? Ah, ist nicht so alt. Wird schon gehen. So. Google, sagst du, ja, Bruder? Ja, genau, auf Google. Okay, bin ich bei Google. Was soll ich machen? Super. In die Adressleiste, also oben, schreiben Sie www. www. Ja? .fx. Also F wie Frankreich. Frankreich? Und X wie wie ich kenne kein Wort mit X. Wie XXX. Na, das ist gute Internetseite. Kennst du auch? Ja, natürlich, jeder kennt. Guckst du auch immer. Wer sagt, dass er nicht kennt? Der lügt. Guckst du auch immer die. Ja, genau, jeder mag das. Ja, guckst du auch immer die Filme von Moskau Bärchen und Drachenlord? Guckst du das auch immer? Nein, habe ich noch nie rangeguckt. dann bist du noch Jungfrau, blöd. Nein, werde ich checken, also heute Nacht. 30 Jahre ungefeiert. Ungefeiert, ja, genau. So, FX hast du gesagt, also, und dann .de oder was? Ja, FX, nein. Also FX, also alles zusammen, alles reingeschrieben. Also ich werde das jetzt buchstabieren. Ja, A wie Anton. Anton? C wie Cäsar. Cäsar. A wie Anton. Aha, okay. D wie Deutschland. Deutschland ist gutes Land. Ja, genau, das beste Land. E wie England. England, das ist auch gutes Land. Ja. M wie Marokko. M wie Merkel, Angela Merkel, beste Kanzlerin. Unsere Angela, ja, genau. Unsere Mutti. Ich habe bei meinem Schlafzimmer habe ich Bild von Angela Merkel. Wirklich? Ah, nein. Gut, also M wie Merkel und Y. Y wie Joshua. Weißt du, das beliebteste russische Name Joshua, verstehst du? Wie Joghurt. Nein, aber russische Plombierjoghurt. Aha, gut. Kann auch so gehen. Punkt I wie Ida. Und O wie Otto. Also Punkt I-O. I-O. I-O wie Organisation. Ja, aber Organisation ist ein O am, also O-I, Otto Ida, ja? Ida Otto. Dann steht das also aber nicht für Organisation. Ah, okay. Seid ihr international? Das ist gut.
Ja, genau. Ich nehme Abholz. Jawohl, Broker aller Länder, vereinigt euch. Ja, genau. Ah, hast du, ist das eine weiße Internetseite, ja? Da ist ein, ist viel weiß und viel schwarz drauf. Ja, genau, ja, genau. Sie sind jetzt auf unserer Seite, super, Herr Dimitri. Also sagen Sie mir jetzt, was sehen Sie? Was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Jetzt lass uns mal einig werden. Sagen wir Sie oder sagen wir du? Du sagst immer andere Sachen zu mir. Ich bin ganz, ganz verwirrt. Ja, machen wir. Du bist wie mein Bruder, David. Sagen wir mal du. Du bist cooler Junge. Ja, du bist auch mein Bruder. Bratan. Ja, Sie sind auch sehr sympathisch. Also der Beste, den ich heute hatte. Wie viele hattest du heute schon? Bist du so ein Gigolo oder was? Ja, sozusagen. Telefon-Gigolo. Du bist ein cooler Junge. Telefon-Gigolo bin ich. Mit dir macht das Spaß. Ich fühle mich immer noch, als wäre ich im Delirium, Wille. Ja, genau so. Passiert das gerade wirklich oder bist du... Hey, passiert das gerade wirklich oder bist du in meinem Kopf? Natürlich. Nein, passiert wirklich. Ich bin ein echter Mensch. Klasse. Von Fleisch und Blut. Fleisch und aber Blut. Ein bisschen... Ja, genau. Bin ein bisschen... Ich bin guter Laune heutzutage. Woher kommst du, Bruder? Also, ich rufe Sie aus London aus. Aber ich komme aus München. Ah, aber so von Sprache her. Wo ist dein Vaterland, Blöd? Also, und meine Mutter ist aus Ungarien. Deshalb habe ich ein bisschen Akzent. Aus Ungarien? Ja, genau. Das ist Ungarien ist ein schönes Land. Ja, ist sehr schön. Sehr schön. Budapest ist schön. Weißt du, da gab es ja auch mal diese große Schlacht, als die Ungarn sich verteidigt haben, ne? Aha. Wann war denn das? Wie, du bist aus Ungarien und weißt nicht von dem Freiheitskampf von Buda und Pest? Was ist los bei dir, Blöd? Ja, ich weiß, wenn Sie, also Buda und Pest waren Budapest dann, nachher. Natürlich weiß ich das. Ja, gut, ich war ja gerade schon ein bisschen... Das war einmal, genau. Das waren zwei Städte, jeder weiß das. Ja, genau. Da gibt's ja so ein schönes Lied auch von den Italienern, kennst du das? Also das Lied kenne ich nicht. Können Sie mir ein bisschen singen? Vielleicht nee, ich kann kein Italienisch, aber das geht um das heißt Avanti ragazzi di Buda. Das ist so ein Volkslied, wo die Ungarn sich dann gegen die Sowjets verteidigt haben die Italiener dieses Lied gesungen. Ah, super. Dimitri, ich weiß gar nicht, was die da singen, aber das Lied hört sich gut an. Ah, kann sein. Werde ich nachschauen. Super, Dimitri. Weil wir müssen ja alle für den, wir sind uns ja einig, wir müssen ja alle für den Frieden einstehen, ne? Wir wollen ja alle in Frieden leben. Ja. Entweder das oder wir alle sterben. Wir haben keine andere Art. Also keine andere Lösung. Frieden oder sterben, Blöd. Das ist ja so wie Ficken für den Weltfrieden. Wie war das? Bomben für den Frieden ist so wie Ficken für die Jungfräulichkeit. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. In welcher Reihenfolge soll ich? Ja, alles Krieg ist scheiße, Blöd. Ja, aber gut. Ja, werden wir sehen, wie das enden wird. Ja, mit ganz vielen unglücklichen Menschen. Ich bin auf deiner Seite. Das immer. Und ein paar reichen Menschen. Ganz viele unglücklich, aber ein paar werden reich. Gehört deine Firma zu Putin oder zu NATO? Nein. Wir sind aus London und ist unsere Firma. Gut, sehr gut. Sehen Sie aus. Oben steht die Lokation. So, die Lokation. In der Mitte, so ein oranger Knopf. Register sollte stehen. Der ist schwarz, der ist nicht orange. Bist du farbenblinde, Bratan? Nein, sollte orange sein. Dann bin ich auf der falschen Internetseite. Also sehen Sie, das Logo ist ein grüner Pfeil, der nach oben geht. Das sieht eher aus wie ein Blitz. Bist du ein Superheld? Ja, genau, so wie ein Superheld. Ein Suppenheld bist du. Ja, genau. Klasse. Und untersteht Effect Academy, sehen Sie das? Ja, das kann ich sehen, aber den Register ist schwarze Balken und weißes Schreiben. Verstehst du das? Ja, gut, dann ist das bei Ihnen so. Klicken Sie darauf. Okay, mach ich. Hab ich gemacht. Ja, super. Wie du siehst, Herr Dimitri, das ist eine noch formelle Kontaktaufnahme, also noch Vorname, Nachname. Telefonnummer und E-Mail, also keine geheimen Daten, dann kann ich sie mit einem unserer Broker verbinden. Und er kann dann Ihnen zeigen, ja, wie sie mit den Aktien wirklich ein bisschen Geld verdienen können. Da steht Agent, was soll ich da reinschreiben? Schreiben Sie David, das ist mein Name. Gibt's da nur einen David? Ja, genau, nur einen David.
Also jeder weiß ja, wo er David ist. wie du siehst, ich bin ein bisschen besonders, also. Ja, du bist besonders, hat das deine Mutti auch immer schon gesagt, oder? Ja, genau. Haha, hat sie genau, recht und gehabt. Dein Arzt sagt auch, du bist besonders. Besonders ja. Gut? Besonders gut oder besonders Banane in der Mumme? Besonders gut natürlich. Wunder, du bist ein guter Junge. Du hast die richtig gute Laune heute, Blatt. Natürlich, wieso denn nicht? Ist ein schöner Tag. Ja, heute ist ein schöner Tag, gestern war ein schöner Tag. Immer noch 4 Promille bei Kopf drinnen, aber ist ein guter Tag. Kann ich hören, kann ich hören. Kannst du hören? So, Dimitri. Auch riechen, warte, ich puste bei Telefon. Ja, genau. So, Dimitri, hast du das denn jetzt ausgefüllt? Ich hab das ausgefüllt. Sollen wir zusammen die Hymne von Kasachstan singen? Nein. Magst drücke du jetzt auf Register now. Ja, mache ich doch also schon. Unten. Magst du Kasachstan, Blatt? Ja, wieso denn nicht? Kasachstan sind auch unsere Brüder. Ja, genau. So, ich hab jetzt eingegeben. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Hast du das verstanden? Ja, genau. Habe ich verstanden, Herr Dimitri. So, Sie sind jetzt durchgekommen. Ich verbinde es jetzt zu dem Office von dem Herrn Lukas. Lukas? Ist ein sehr guter Broker. Ja, genau, Lukas heißt der. Okay, gib mir den Lukas. Sagen wir, damit er ein bisschen Geld verdient. Okay, dabei. Spassierbar. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Grüß Gott, Lukas Ivanov hier am Apparat, Invest Academy. Freut mich, hallo. Bin Dimitri Degretschow. Herr Degretschow. Ja. Grüße. Sie haben ja gerade eine Registration auf unserer Akademie-Seite gemacht. Ja, Alter, du hörst dich und genauso besoffen an wie ich. Ich habe die ganze Nacht gefeiert. Bist du auch da gewesen? Ah, wirklich? Ja, Mann. Ich hab auch. Ja, du hörst dich so an, ja. Bratan. Wie viel hast du gesoffen heute Nacht? Naja, ich weiß nicht. Das ist die beste Antwort. Wenn du nicht mehr weißt, wie viel du getrunken hast, dann war das eine gute Nacht. Das war gut. Oh, du bist ein guter Mann. Sag mal, Dimitri, hat dir der David erklärt, was wir genau hier machen? Nein, David ist auch betrunken. Wir haben gesungen zusammen den Lied von Kasachstan. Magst du Kasachstan? Ich kenne ja kaum Kasachstan. Kennst du nicht? Nur aus Borat. Borat ist gut. Sollen wir zusammen das Lied singen? Nein. Komm. Mein Kopf tut weh. Warum? Hast du gesoffen? Ja. Gut, dann ist bisschen gute Musik, das ist genau das, was du brauchst. Kalin, Kakalin, Kakalin, Kamaya. Kasachstan ist das tollste Land auf der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Guck mal, jetzt haben wir zwei Lieder kombiniert. Wir können bei Eurovision Song Contest mitmachen, nur wir beide. Was sagst du? Wir tun so, als wären wir so homoerotisches Paar. Ist das in Ordnung? Nur für die Show? Da werden wir bestimmt die erste Stelle. Ja, die richtig erste Stelle. Da kriegen wir sogar Filmangebote von Pornhub, ich sag's dir. Ja. Mag sein. Ich schick dir Vertragsunterlagen, ja? Gibst du mir deine Adresse? Bestimmt. Ja, gib mir Adresse, bestimmt. Ich werde dir schicken. Vielleicht muss erst die Frau fragen. Was willst du deine Frau fragen, ob du berühmt werden darfst? Wenn du das machen musst, ist sie nicht deine Frau. Ja. Wie ist dein Name? Sag mir, du hast mir deinen Namen gar nicht gesagt. Ja, ich bin der Lukas. Lukas oder Lukas? Mit S. Mit SZ. Bist du aus Polen, mein Bruder? Nein. Warum nicht?
Wer weiß. Ja, sag du mir nicht. Mal, Dimitri. Was geht? Weißt du, was wir hier machen, ja? Ich hab keine Ahnung, Academy. Was du da machst. Ja. Hast du je etwas am Finanzmarkt gemacht? Beim Flohmarkt war ich immer, ja. Das ist auch nett. Wer ist die Frau, die da hinten schreit? Was ist los mit ihr? Irgendeine Ausländerin hier. Irgendeine Ausländerin? Sei mal nicht so rassistisch, Mann. Entschuldige dich bei ihr. Nein, es ist die Wahrheit. Das wird die auch sagen. Geh zu der Frau hin und entschuldige dich bei ihr. Das ist nicht lustig. Ja, es ist wirklich lustig. Nein, das ist nicht lustig. Ich muss den sexuellen Belästigungspanda zu eurer Firma schicken. Der muss euch Unterricht geben. So kannst du nicht mit deiner Frau umgehen. Ich bin der politisch korrekte Woke Dimitri de Gretschow. Verstehst du das? Das ist meine Aufgabe, ist die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sie dabei zu vernichten. Ja. Meine, diese Tonaufzeichnung wird toll. Was für eine Aufzeichnung? Tonaufzeichnung von diesem Gespräch. Machst du eine Aufzeichnung? Ja. Warum? Immer. Das, ja, dann später, das ist das verboten. Ist nicht. Natürlich ist das verboten. Er lebt weit von hier, wo der Bambus steht, euer sexuelle Belästigungspanda. Dann müssen wir jetzt ja zusammen singen, wenn du das hier aufnimmst. Kennst du das Lied von Pokémon? Nein, aber aus South Park ist das. Ja, genau, das ist richtig. So, hast du South Park den Film geguckt? Hab ich. Sollen wir zusammen das Kanada-Lied singen? Aber machst du nur. Nein, du musst mitmachen, wir sind doch ein Duett. Ich bin Bass-Bariton und du bist, keine Ahnung, irgendein Müll oder so. Ist egal, komm, wir singen zusammen den Kanada-Lied. Komm, sing mit mir. 1, 2, 3. Schuld ist Kanada, nur Kanada, mit ihren Schweinäugelein und Wackelköpfen obendrein. Nur Kanada, nur Kanada. Und will man sich dort beschweren, ist Kanada. Komm, du kennst doch den Text. Die Welt verzweifelt und verrot, seit Kanada uns bedroht. Nur Kanada. Ich meine, Justin Trudeau, der Typ ist doch so furchteinflößend. Das Lied passt doch heute besser als jemals zuvor. Ich hätte voll Angst, nachts rauszugehen, wenn das meine Präsident wäre. Aber mein Präsident ist... Muss ich aufpassen, was ich sage. Mein Präsident ist Captain Morgan. Okay? Bratan, bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. So, jetzt wo erzähl mir. Wir waren gerade bei Kanada. Bei Kanada, okay. Ja, singst du das Lied? Ich würde jetzt ja das andere Lied singen, das Cartman singt über Kyles Mutter. Aber dann wird das Video zensiert, verstehst du das? Über Kyles Mutter, okay, ich verstehe dich nicht, was redest du denn da? Du verstehst überhaupt nichts, das ist dein Problem. Was soll denn das? Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Hast du nichts Besseres im Leben zu tun, als solche Blödsinn zu machen, oder was? Hast du nichts Besseres zu tun, als Leute am Telefon das Geld wegzunehmen, du kriminelles Schwein? Kriminelles Schwein, das ja, denkst du. Ja, aber natürlich. Ich kann dir das Gegenteil zeigen. Gib mal deinen Firmenname bei Google ein. Gib mal ein FX okay. Academy IO und okay. Schreib mal Scam dahinter. Geh mal Deutsch lernen und dann können wir auch auf Deutsch reden, ne? Wir reden deswegen doch auf Deutsch. Bist du ein Rassist, Alter, ja. Aber sowas von. Du kommst ins Todescamp der Toleranz, kommst du, ich sag dir das. Und weil wir Deutsch reden, würde ich nicht in das Thema zu tief hineingehen, ne? Weil du höchstwahrscheinlich auch nichts von dem weißt, ne? Deswegen sage ich also, du bist eine Zeitverschwendung und du bist alles, was... Du bist kriminell, du bist rassistisch, du bist alles Schlechte auf der Welt. Aber das hat nicht mit Rasse zu tun. Doch, du hast gesagt, ein Ausländerin, jetzt machst du mir dumm an, weil ich aus Russland bin, du bist ein Rassist, Mann. Nein, das ist ein Narzisst, ein Nazi. Ja, du bist doch also noch schlimmer. Du musst den Unterschied zwischen einer Rasse und einer Nazie
Verstehen. Rasse und Nation, ja, jetzt geht's auf der Tour weiter, Alter, das wird ja immer schlimmer mit dir. Okay, erklär mir den Unterschied zwischen Rasse und Nation. Dabei. Dabei. Kann ich nicht. Ja, siehst du, bist du so, du bist so dumm, wie du dich anhörst. Richtig. Klasse, richtig, ist deine Mutter stolz auf dich? Meine Mutter ist Kroatin, ne? Und ja, sehr stolz. Ja, deine Mutter. Deine Mutter ist aus Ungarien, ne? Ungarien. Nein, nein. Warum ist das lustig? Weil du nicht mal weißt, wie man dein eigenes Land spricht. Oh, da war er weg, ja. Dann viele, viele Grüße nach Kanada, Kasachstan und ganz wichtig nach Ungarien. Oh Mann, ey. Diese Kriminellen, legen sich eine neue Identität zu. Der Name passt nicht zum Akzent und dann erfinden die irgendwelche Länder. Aber ist ganz gut, dann gibt's keine Sanktionen für so richtige Ungarn, weil er kommt ja aus Ungarien. Ne? Gibt irgendein Fantasieland, kannst du nicht sanktionieren. Frieden!